Hallo meine Lieben, ich grüße euch heute zu eurem Video der Woche. Und zwar handelt es sich heute tatsächlich, ich habe es beim letzten Video schon gesagt, dass es das letzte diesen Jahres ist. Und dieses Mal ist es tatsächlich wieder so, es handelt sich um das Unboxing, das XXL Unboxing, das letzte für dieses Jahr. Ich habe heute drei Wahnsinnsboxen für euch. Ich habe sie noch nicht ausgepackt, deswegen ich weiß nicht, was drin ist. Aber es handelt sich um zwei Degusta-Boxen, dabei ist auch die Weihnachtsbox und dann die Fembox. Ich freue mich sehr, die teste ich nämlich zum ersten Mal und ich bin sehr gespannt, was ich euch heute zeigen darf. Ich habe mir gerade einen Tee gekocht. Ich bin schon wieder voll im Frankendialekt drin. Ich höre es. Ich war ja 5 Tage zu Hause und ich hatte nämlich Urlaub. Und ja, wenn man da mal zu Hause ist und dann die ganzen Franken wieder reden hört, dann passt man sich da automatisch an und so geht es mir auch. Und ich habe mir jetzt, wie gesagt, einen Tee gekocht. Ingwer, Zitrone, weil ich ein bisschen angeschlagen bin. Ich möchte nicht krank werden. Und dann habe ich es mir ein bisschen gemütlich gemacht und mir noch eine Yankee Candle, und zwar die Christmas Cookie, angemacht. Und die ist wirklich genial. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wir beginnen mit der Fembox dieses Mal. Und zwar ist es die Box von Fernanda Brandao, meine ich, genau. Und wenn ich die schon aufmache, da ja, schlagen die Mädchenherzen schon höher. Schaut euch das mal an. Bis oben hin gefüllt und ja, ich sehe hier schon was. Ich habe nämlich auch News für euch, und zwar Proteinpralinen. Und zwar, ich gehe jetzt, also ich habe mich seit 1.12. im Fitnessstudio angemeldet, aber warum, weshalb etc. ist eine etwas längere Geschichte und die erzähle ich euch dann in meinem Live-Update, das auch etwas ausführlicher und wieder sehr, ja, persönlich wird. Aber hierzu passen auf jeden Fall die Proteinpralinen, freue ich mich sehr darüber. Dann habe ich hier drin, was ich auch super finde, da ich, wie gesagt, jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio renne und noch Ballett und so weiter mache, müssen die Haare jeden Tag gewaschen werden, und zwar Daily Clean von Herbal Essences. Da schnuppern wir gleich mal dran. Und es riecht sehr gut. Also ich mag den Duft von Herbal Essences allgemein sehr gerne. Der ist sehr, sehr fruchtig und das sind hier Erdbeeren. So wie ich das hier sehe, mit weißer Erdbeere und Minzextrakt. Und genauso riecht es auch. Ja, man kann es erkennen. Sehr, sehr gut. Ich gucke gerade mal, ob da Silikone drin sind. Nein, steht auch vorne drauf. Keine Silikone, keine Farbstoffe. Werde ich ausprobieren, freue ich mich sehr. Dann haben wir hier drin, das mache ich mir auch gleich mal auf, ein Kokoswasser. Und das liebe ich. Trinke ich auch sehr gerne. Das probieren wir gleich mal. Und wieder den Lippenstiftrand natürlich, sehr schön. Aber ich habe gedacht, ich mache mich heute mal ein bisschen schick für euch. So fast passend zum Schal, ist ein bisschen heller. Aber ich dachte, dieses Mal mache ich mich mal ein bisschen schick, obwohl ich gerade von der Arbeit komme und noch etwas verwirrt aussehe. Aber okay, nobody is perfect. Dann habe ich hier, freue ich mich auch total, und zwar von The Make-Up Expert, die Cotton Science. Das sind Wattepads, kann man immer gebrauchen, und die haben auch so eine raue Seite. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich erst zur Box hin. Und die sieht sehr schön aus. Wie man sieht, tolle Farben. Kann man das sehen, mein Lichtspiegel, weil es schon so dunkel ist. Deswegen muss ich auf Kunstlicht zurückgreifen. Glücklich sein kommt nie aus der Mode, und ja, so ist es. Das ist auch ein sehr, sehr eine schöne Karte zum Verschenken für jemanden, dem es vielleicht gerade nicht so gut geht. Hier haben wir die Beauty. Wunderschöne Frau. Da kann man echt neidisch werden. Genau. Und hier ist der Inhalt drin. Ich gucke jetzt mal noch nicht weiter. Aber da war, genau, das habe ich gesucht. 5 Glückstipps. Halte dich fit. Bin ich dabei. Happy Food. Tatsache, Lächeln, Leute, ein Lächeln ist immer gut. Musik, positive Gedanken. Ja, wir haben natürlich, ihr habt bestimmt auch Vorsätze, oder? Was habt ihr für Vorsätze dieses Jahr? Erzählt mir mal. Oha, von Paul Hewitt, kennt ihr das? Da gibt es doch auch Uhren, meine ich, die auch ganz, ganz viele Blogger zugeschickt bekommen haben. Und ich habe ein Armband. Oh mein Gott, ich freue mich, das mache ich gleich mal hin. Super schönes Armband, richtig toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Von M. Azam Aqua Intense. Diese hier.
Die parfümfreie Feuchtigkeitscreme mit unserem Patent angemeldet Hyaluronkomplex, polstert durch ihre seidig weiche Konsistenz Trockenheitsfältchen optisch auf und verleiht ein geglättetes Hautbild. Super, freue ich mich, die auszuprobieren. Vielen Dank. Alles klar, hier ist quasi der Ständer, der halt die Halterung, ich erwähne lieber nicht das Wort Ständer, für die Wattepads. Finde ich super, weil bei mir liegen die aktuell auch nur so rum. Und das ist quasi der Ständer. Ich weiß jetzt nur nicht, die Halterung, jetzt habe ich schon wieder Ständer gesagt. Das sind quasi so Noppen, die man dann so hinmacht. Super, freue ich mich sehr. Und da kommt dann quasi die Wattepads rein. Super, gute Idee. Und dann ist noch drin, ich glaube, die habe ich schon. Das macht aber nichts. Diese, kennt ihr die Black Roll? Das ist so eine größere, wo man sich quasi mit dem Rücken drauflegt und so rüberrollt. Ist eben so ein Rückenteil, das ist echt gut. Und hier ist die kleine Version davon. Habe ich schon, aber ist gar nicht schlimm. Ich zeige es euch vielleicht einfach mal schnell. So in den Nacken rein. Und dann könnt ihr das hoch und runter rollen. Genau. Also richtig super Teil, sehr, sehr teuer im Normalfall auch. Wir gucken jetzt mal, was der ganze Spaß hier eigentlich gekostet hat. Aber ich finde die Box sehr, sehr schön, wirklich. Also auch gerade die Message, die sie rüberbringen soll, gefällt mir wirklich gut. Ich meine, die kostet 34,95, ist aber, finde ich, gerechtfertigt. Also muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und zwar das Wasser kostet 2,50 Euro, des Kokoswassers. Herbal Essences ist bei 2,30 Euro. Der Wattespender bei und mit den Wattepads bei 22,45 und 1,59. Die Black Cat, der Faszienball, kostet 13 Euro, also 12,99. Die Proteinpralinen 2,39 Euro. Und das Paul Hewitt Band kostet 29,90. Finde ich richtig geil. Ich setze euch den Link unten rein. Und nein, ich verdiene nichts daran, wenn ich die Box zeige. Nur so als Disclaimer. Hier auch nochmal, also ich finde die Gusta-Box, die ist ja wirklich nicht teuer. Ich glaube 12,99 oder was kostet die. Ich finde, das ist auch ehrlich gesagt ein super Weihnachtsgeschenk. Oder jetzt die Fanbox zum Beispiel, weil da habt ihr einen Überraschungseffekt. Warum geht meine Kerze aus? Also gerade bei Degusta-Boxen für so Leute, die wie ich sehr kulinarisch angehaucht, sich immer irgendwie über sowas freuen, da könnt ihr, glaube ich, nichts falsch machen und es ist auch nicht so teuer. Und naja, schaut's einfach mal, wir gucken jetzt mal, was drin ist. Das ist schon mal sehr, sehr süß. Das sind so Geschenkanhänger, die man ausschneiden kann und dann hängt man da quasi das an die Geschenke hin. Zum Beispiel von Madeleine für Oma oder so. Dann ist hier gerade noch drin ein Shopping-Gutschein, Outfittery für Männer, 25 Euro, eine Geschenkkarte. Die ist prall gefüllt. Ich freue mich so. Schaut euch mal, wie viele Leute an der Gusta-Box mitarbeiten. Danke, ihr seid spitze. Ich greife einfach mal rein und das ist so, schon super süß. Und zwar eine Kugel von Lipton Ice Tea Forest Fruit. Also ich nehme mal an, genau, das sind Teabags drin. Also wie heißt das auf Deutsch? Teebeutel, genau. Und zwar habe ich die orangene. Es gibt noch zwei weitere. Zwei, wie man hier, kann man das erkennen? Wie man hier möglicherweise erkennen kann, gibt es noch zwei weitere. Und ich habe Forest Fruit. Genau, also ich habe den Früchtetee. Das ist sehr schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir hier drin, oh, das sieht sehr lecker aus, das kenne ich auch. Und zwar isst man das auch immer mit Chivapchichi. Dieses Avia. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber das ist diese orangene Soße, die kennt ihr auch. Die man quasi immer mit Chivapchichi isst. Und zwar ist es Paprika, Öl, Essig, Salz. Granny Secret heißt es. Balkan-Spezialität, genau, und das ist super lecker. 3,50 Euro kostet es übrigens und der Teeball kostet 3 Euro. Super lecker, Tuck habe ich schon immer geliebt, das gibt es ja auch schon gefühlt 100 Jahre, Tuck. Und die sind jetzt mit
Cheese. Die kenne ich noch nicht, die sind scheinbar neu. Das sind, wie gesagt, Tuck und die kosten 1,09 Euro. Die kennen wir auch schon, oder ich kenne die zumindest. Das sind die Finn Crisp, das sind Snacks für 2,09 Euro. Und diesmal hatte ich einen anderen Geschmack. Ich habe sie noch da, irgendwas mit Sesam oder so, glaube ich. Und dieses Mal habe ich Tomate und Rosmarin. Lecker Mischung, freue ich mich sehr, gerade für unterwegs. Ich werde jetzt nämlich wieder sehr viel Auto fahren in den Weihnachtsfeiertagen. Und man weiß ja nie, steht mal im Stau oder irgendwas. Deswegen bitte nehmt euch genug Getränke, nehmt euch eine Decke mit ins Auto und was zum Essen. Also an den Plan halte ich mich jetzt auch wirklich, weil man weiß ja nie, was passiert. Und ja. Hier sind übrigens nochmal die Tuck in Original auch. Also zwei Stück. Oh, das sieht schon sehr, sehr lecker aus. Und zwar von, was sonst, Balsen natürlich. Und zwar sind das weiße Sterne, die süßen Wegbegleiter, als hätte ich es nicht gerade noch gesagt, Lebkuchensterne mit weißer Schokolade. Von Bio-Vegan. Von Bio-Vegan hatte ich letztes Mal auch eine Soße drin. Die war übrigens sehr lecker. Also die habe ich mit Wasser aufgegossen, aufgekocht und die war wirklich gut. Ich habe noch ein bisschen Tomate rein. Und super, also Bio-Vegan kann ich bisher nur positiv berichten. Und das ist jetzt Eistraum-Schokolade, extra schokoladig. Das kostet 2,49 Euro. Das Stück ist Granola-Waldbeere. Oh, lecker, das ist ein Müsli, das sind Haferflocken. Und zwar für 3,79 Euro Bahnhaus-Granola, der neue Frühstückstrend. Zart, knusprig gebackene Flocken mit Reissirup, nur wenig gesüßt. Regionalen Hafer. Lecker. Liebe ich und freue ich mich sehr. Ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Hier diese großen Himbeerstücke drin. Oh, lecker. Den hatten wir auch schon mal in der Box, weil den habe ich nämlich in der Arbeit aktuell in Verwendung. Das ist Lipton Ice Tea und zwar die Green Intense Mint. Und wie gesagt, die hatten wir schon drin und das ist jetzt ein extra Produkt. Das ist hier gar nicht aufgeführt. Oh, lecker. Wir hatten irgendwann vor ein paar Monaten hatten wir von Balsen auch schon mal so kleine Teilchen drin. Und die waren mit weißer Schokolade und ich glaube Vollmilch. Und es war super lecker, habe ich echt gefeiert, das Teil. Und jetzt ist hier Heidelbeere-Joghurt und das riecht schon so lecker. Da freue ich mich schon sehr drauf. Hier steht aber auch drauf, nur für kurze Zeit. Also scheint limitiert zu sein. Und der geile Scheiß kostet 1,19 Euro. Der kostet 1,49 Euro Green Up Natural Cranberry kombiniert mit feiner Süße, herbfruchtiger Note. Koffein aus natürlichem Guarana. Mhm. Wäre es jetzt nicht schon Abend und wäre ich nicht schon so alt, hätte ich den jetzt mal probiert. Es ist so lecker. Das hatte meine Arbeitskollegin letztens dabei. Und zwar Napo. Das ist zartbitter. Das ist so eine Art... das ist holländischer Nougat mit Zartbitter über Zug, genau. Leute, das ist so lecker. Ihr müsst das... Das ist aber Blombenzieher, das sage ich euch gleich. Das klebt ein bisschen an den Zähnen. Aber das ist so lecker, das müsst ihr probieren. Oh mein Gott, ich feiere es gerade. Oh, das ist so lecker, ich liebe das. 1,49 Euro. Und zwar Schneeweiße, zweimal Erdinger. Und das ist, wie es aussieht, ein Winterbier. So schaut's aus. So, meine Lieben, das war schon die Box Nummer 1 und jetzt machen wir weiter mit Box Nummer 2. Könnt ihr noch? Ich hoffe, ihr seid mir noch nicht eingeschlafen und ich muss sagen, Leute, es ist ein Riesenhaufen, was hier rumliegt und also ich fand die Box grandios. Schauen wir mal, ob ich das von der zweiten Box auch sagen kann. Ihr wisst ja, ich bin da immer knallhart und knallehrlich. Tortillas, lecker, von Kio. Jetzt ist meine Kerze ausgegangen. Deswegen ist jetzt auch Rauch. Nein. Tortillas, die kosten 1,79 Euro. Und die sind, glaube ich, ziemlich scharf. So wie das hier aussieht. Wild Paprika. Da müssen wir mal schauen, wie scharf die sind. Das sieht ein bisschen schräg aus, muss ich sagen. Wir gucken mal, was das ist. Und zwar Omis Marillenknödel. Marillenknödelsaft. Soll ich das jetzt mal probieren? Das Original. Omis Apfelstrudel. Ist da noch eins drin? Ja, genau. Das sind nämlich zwei. So sieht es aus. Ihr wollt bestimmt, dass ich das jetzt probiere, gell? Okay, ich probiere es. Ich probiere den Marillenknödelsaft. Ich war letzte Woche in Salzburg und da habe ich Marillenpunsch getrunken. Aber ich muss sagen... Ja,
würde es mir jetzt, glaube ich, nicht nochmal kaufen, aber es ist, man kann es trinken, sagen wir es mal so. Ja. Geht schon. Jeweils 1,29 Euro. Was ist denn das? Knoblauchöl. Kleine Größe. Und zwar von Mazzola. Ich glaube, das kennt auch irgendwie jeder, der mal einkaufen geht. Das ist eine kleine Größe und kostet 1,09 Euro. Frischer Knoblauch, leichte Schärfe. Also ich glaube, damit sollte man etwas vorsichtig mit der Dosierung sein. Schaut euch mal das an. Haribo mit Lakritze. Also ich muss sagen, ich mag Lakritze gerne. Das sind die Lakritze, würzig, lecker, vielfältig. Ich probiere auch das für euch, weil das sieht nämlich auch abartig aus, ehrlich gesagt. Sorry, aber... Oh! Puh! Die Welt wird immer perverser, echt. Ja, also das ist halt wie so ein Zuckerguss um Lakritze rum. Nur Lakritze reicht auch schon. Naja, gut. 95 Cent kostet die Packung. Dann haben wir von Gallo ein Fertiggericht. Und zwar ein Risotto. Dauert 12 Minuten und ich habe hier grüner Spargel und ich liebe grünen Spargel. Freue ich mich sehr. Ihr wisst ja, ich bin... ein Fertigpackung-Kind, gerade weil ich alleine wohne und ich finde es auch nicht schlimm, weil bevor ich so viel Essen oder noch mehr Essen wegschmeiße, wie ich es leider eh schon tue, weil man einfach alleine lebt und ihr wisst Bescheid, finde ich gut, freue ich mich, Topf rein, kochen, fertig. Oh, das finde ich richtig super, liebe ich auch, ersetze ich oft mein Abendessen. Und zwar ist es eine Nussmischung von Alnatura, die auch 3,99 € kostet. Dann ist drin ein Bio-Superriegel aus der Natur. Aber was ist denn da? Physalis und Kurkuma, Goldleinsamen. Dann haben wir drin wieder was für die Süßmäulchen unter euch. 1,29 €, der kernige Genuss aus sorgfältig ausgewählten Zutaten. Lecker, Kekse, wie wir sie alle lieben. Yummy. Und das ist hier, das kenne ich noch gar nicht, und zwar Produkt des Monats, 3,99 €, Lindor Orange. Mmh, lecker. Eine Thunfischcreme, das klingt ja lecker. Also ich liebe ja Thunfisch. Ihr seht schon, also ich esse wirklich sehr viel und ich probiere einfach auch super gerne aus. Und die kostet, die Thunfischcreme... von Follow Fish, 3,99 €. Thunfisch stammt aus der wohl nachhaltigsten Fangmethode, die es gibt. Der Fischerei mit Rute und Leine auf den Malediven. Jetzt kommt nur noch Alkohol oder auch alkoholfrei. Einmal ein Sekt, alkoholfrei. Beck's Red Ale, kenne ich noch gar nicht. Inspiriert von Irland, harmonisch malzig. Ah, alles klar, mit einer leichten Süße. Mhm. Alkoholfrei Holunder. Da wird jetzt quasi schon der Hugo abgekupfert. Und dann noch ein Kellerbier. Das Kellerbier kostet 80 Cent, das Beck's 99 Cent. Meine Lieben, das war's. Ich habe wahnsinnig viel ausgepackt. Hier sieht's aus wie im Saustall. Ihr wollt es nicht wissen. Aber ich hoffe, es hat euch gefreut. Das letzte Unboxing dieses Jahres. Aber ich bin heilfroh, wenn dieses Jahr rum ist. Es war wirklich teilweise echt nur zu kotzen. Ganz ehrlich. Aber wie auch immer, ihr erfahrt mehr in meinem Live-Update dann. Und ja, ich wünsche euch noch eine bezaubernde Woche. Und hoffe, ihr lasst es euch gut gehen. Ich freue mich über Kommentare unten in der Kommentarfunktion. Und dann bis ganz bald und ciao.